Jo, liebe Leute, ich begrüße euch recht herzlich zu einem erneuten Mario Easter Egg Video hier. Ich habe wieder 5 geile, knackige Easter Eggs rausgesucht für euch. Heute mal ein etwas kürzeres Video, Leute, aber wie gesagt, täglich Videos. Deswegen lohnt sich der Abonnierknopf, falls du noch kein Abonnent bist. Und ich würde sagen, wir beginnen einfach mal mit dem ersten Easter Egg. Und das sind diesmal ein bisschen unbekanntere Easter Eggs, wo ich von ausgehe, dass ihr noch nicht alle kennt. Also ich hoffe es zumindest. Und ich würde sagen, wir beginnen mit dem ersten, Leute. Viel Spaß! Das erste Easter Egg ist aus Mario Kart 64, was ihr gespielt haben solltet als Mario Kart Fans. Weil es war meiner Meinung nach eines der besten Mario Kart Teilen bis jetzt. Und ihr kennt es ja aus Mario Kart Spielen. Wenn man einen Cup gewinnt, dann fährt man mit den ersten drei, also die ersten drei, also Silber, Bronze und natürlich auch Gold, fahren alle nochmal so eine kleine Choreografie ab und präsentieren dann letztendlich ihren Sieg. Und bei Mario Kart 64 ist es das Schloss. Genau dieses Peach Castle von Mario 64. Genau die gleichen Texturen, die gleichen Abmessungen. Alles ist gleich und man kann es sogar in der Einpiste befahren. Ja, Leute, man kann richtig dort auch fahren. Ein bisschen out of map, ein bisschen secret. Es bringt einen nichts. Letztendlich treibt einen das nur Plätze nach Ritten, aber ein richtig cooles kleines Easter Egg, was ein bisschen versteckt ist, aber dennoch richtig geil ist. Man kann wirklich genau dieses Schloss, in diesem Garten, kann man einfach mit Mario Kart rumfahren. Am 21. November 2004 ist Super Mario 64 DS nochmal rausgekommen, das Remastered, beziehungsweise das verschönerte, aufgebesserte Mario 64, jetzt auch portable für den Nintendo DS. Damals bin ich komplett durchgedreht und es war wirklich das Spiel, was ich mit am meisten für den Nintendo DS gezockt habe. Zum ersten, weil es einfach richtig schön aussah und man hatte noch diese kleinen Mini Spieler am Anfang und Leute, natürlich, man konnte mehrere Charaktere spielen. Unter anderem wären natürlich Mario, Luigi und Wario, aber auch Yoshi. Und mit Yoshi hat man das Spiel begonnen und Yoshi hatte ziemlich schwache Fähigkeiten, er war der schwächste von allen. Aber natürlich, wie Yoshi das so macht, kann er Gegner einfach runterschlucken und zu Eier werden lassen und diese Eier wiederum schmeißen auf Gegner. Und was ich erst richtig spät herausgefunden habe, es gibt auch so komische Blöcke, so komische viereckige Boxen in Mario 64 DS. Und wenn Yoshi die runterschluckt, werden die Eier auch zu kleinen viereckigen Dingern, die mich so ein bisschen an die komischen viereckigen Melonen erinnert haben. Aber auf jeden Fall richtig lustig, dass die Eier die gleiche Form annehmen wie diese Box. Das nächste kleine versteckte Easter Egg ist aus Mario Maker. Ja, Mario Maker war ja wirklich ein Riesenerfolg und Mario Maker hatte im Titel einfach das Wort Mario Maker stehen. Und wenn man diese Buchstaben, die einzelnen Buchstaben berührt hat, dann hat das ganz viele kleine verschiedene Easter Eggs ausgelöst. Wie zum Beispiel Wario Maker oder ein Yoshi-Ei kam auf einmal oder die komischen Sprungfedern. Ich würde sagen, guckt einfach mal kurz selber, welche es so gibt. Das nächste Easter Egg ist etwas aktueller und zwar aus Mario Kart 8 und zwar auch aktuell in Mario Kart 8 Deluxe für die Nintendo Switch. Dort gibt es ganz, ganz, ganz viele Easter Eggs, unter anderem auch Nintendo-Spiele, die irgendwo angeteased werden, wie zum Beispiel Animal Crossing, Tom Nook auf der Map. Dort wird auch ein Sound abgespielt oder sowas. Oder man findet auch immer wieder Teile aus anderen Mario Kart-Strecken wieder in Strecken, die man jetzt bei Mario Kart 8 fährt, was einfach eine extrem coole Anlehnung ist. Aber das coolste Easter Egg ist, finde ich, bei dem Mushroom Cup auf der Strecke Water Park. Dort gibt es auch so ein komisches Karussell und genau in diesem Karussell, wenn man sich da reinstellt, einfach mal und auf das Rennen scheißt, sich einfach reinstellt und der Musik dann lauscht, weil es wird eine andere Musik abgespielt, dann hört man, dass es genau die gleiche Musik ist wie damals bei dem komischen Karussell von Mario 64 von Big Boo's Mansion. Das letzte Easter Egg, was ich heute mitgebracht habe, was auch ein bisschen versteckt ist, wovon ich wirklich gar nichts wusste, obwohl ich dieses Spiel liebe vom ganzen Herzen, Leute, und zwar Mario 64. Dort gibt es ja immer wieder kleine Schmetterlinge, die ja irgendwo erscheinen, wenn man über Gras läuft oder sonstiges. Und ganz ehrlich, Leute, ich habe diese Schmetterlinge wahrgenommen, aber habt ihr schon mal daran gedacht, sie zu schlagen? Also ganz ehrlich, Leute, wer denkt daran, irgendwelche Schmetterlinge zu verprügeln? Auf jeden Fall, wenn man Schmetterlinge haut in Mario 64, dann gibt es eine Wahrscheinlichkeit, dass die manchmal zu One-Up-Pilzen werden oder auch zu Bomben. Also es ist wirklich so ein kleines Glücksspiel und ich finde das einfach extrem lustig und detailverliebt, was sie einfach damals für Liebe reingesteckt haben in die Entwicklung von Mario 64. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das schon kanntet mit Mario 64. Ich kannte es nicht. Aber das sollte jetzt auch gewesen sein mit 5 kleinen geheimen Easter Eggs aus dem Mario-Universum. Wenn ihr Bock habt auf mehr solche Videos, dann abonniert meinen Kanal. Ansonsten bin ich jetzt raus, Leute. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ciao und tschüss. Euer Theo.